So, hallo, wir haben ein Problem, von dem ich noch nicht genau weiß, wie ich es lösen kann. Dafür muss ich jetzt erstmal gucken, was ich an States da habe, denn ihr wisst, wo wir im letzten Part waren. Ich lade jetzt mal kurz meinen State. Ihr seht da schon was, das ist ungünstig. Und das hier ist noch viel ungünstiger. Wir sind nämlich eigentlich schon hier. Und der Grund ist, die letzten 55 Minuten sind genau eine Sekunde als Datei, weil meine Festplatte voll war. Ja, leider hat OBS mir das nicht mehr in der Aufnahme mitgeteilt, sodass ich einfach aufgenommen habe und dann wollte ich nachher die Datei hochladen und weg war sie. Ja, so. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Lass mich mal gucken. Okay, ich gehe jetzt hier rein. Ja, ich muss ja sowieso noch mal neu spielen dann, ne? Ich gehe jetzt hier rein, werde das laden, werde mich umbringen, gehe komplett raus. So, und muss nachholen. Wir waren ursprünglich in dem Schloss, ne? Ne, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das. Ich will da wieder rein. Den ersten Raum hatten wir schon geschafft. Und dann habe ich gesagt, da geht's dann beim nächsten Mal weiter, ne? Genau, ja, das war das hier. So, ich gehe jetzt aber trotzdem in den neuen State wieder. Das hier können wir jetzt problemlos eigentlich überschreiben. Ne, ich traue mich nicht. Ich lass mal lieber. Ich mach mal lieber das hier. So. Das hatten wir schon geschafft. Allerdings nicht so, nicht mit ohne States. Weil das werde ich auch jetzt nicht ohne States schaffen. Jetzt weiß ich nur nicht, hatte ich die Dings hier schon damals? Doch die Yoshi-Coin habe ich noch im ersten, habe ich noch in dem Part geholt, ne? Die Yoshi-Coin habe ich in dem Part noch geholt, glaube ich. Oh Mist. Der ist vielleicht ungünstig. Ne, der passt. Okay. Ach, das war jetzt. Und das war jetzt natürlich Quatsch. Ich will ja. Oh no. Oh no, ich muss ein bisschen fixer sein aus dem State hier raus. Sonst kriege ich die Shell da oben nicht mehr. Passt aber noch. Alles drin, alles drin. So, da drüben, das haben wir gemacht, ne? Ich glaube, das hat man in dem Part noch gesehen. Ich war ja in der Tür schon, ich war ja hier schon drin. Genau, hier habe ich gesagt, machen wir beim nächsten Mal weiter. Und ab da kennt ihr es jetzt nicht. Ich kenne es natürlich schon. So, man muss hier Folgendes machen. Man muss erstmal den Gumba. Also jetzt ist natürlich dieser Part gerade nicht blind, ja? Ist logisch. Müssen wir nicht drüber reden. Dann muss man hier die Shell losschicken, muss den mitnehmen. Besten Fall nicht in die Stachel reinspringen. Sagt er und springt in die Stachel rein. Dann muss man den eigentlich. Ja, moin. Dann muss man den eigentlich. Ach, komm schon. Mitnehmen. Wieso nehme ich ihn denn jetzt gerade nicht mit? So doof, die Taste zu drücken, oder was? Dankeschön. Dann löse ich hier aus. Und dann. Oh je. Den muss ich jetzt wieder. Ah, da kommen die Fische. Ja, den muss ich noch mitnehmen. Da muss ich nämlich hinten dann mit dem Goomba an einer Stelle noch hochspringen. Und dann ist der Raum vorbei. Und das Level auch. Man kann allerdings das Ganze austricksen. Das habe ich auch geschafft. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal schaffe. Also eigentlich nimmt man den Goomba dann noch mit über die Säge. Ich werde aber gleich den anderen Weg demonstrieren. Sollte ich ihn nochmal schaffen. Nu! Na komm. Nein, nimm ihn doch mit! Du Pflaume.
Nein! Jetzt habe ich übrigens wieder 300 GB frei, also das passiert so schnell nicht mehr. Aber hey. Also ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht wieder die 50 Minuten, um bis dahin zu kommen, wo ich schon war. Aber ein bisschen kann es natürlich schon dauern. Zumal ich jetzt davon etwas genervter bin, weil wir das alles schon gespielt haben. Also, ihr nicht, ich schon. Ja, aber selber schuld. Wenn man halt nicht auf seine Dateigröße achtet, auf seinen Speicherplatz, dann ist das halt so. So. Ne, für den Fall, dass man den Gumba hier kaputt macht, kann man... Oh! Blöd. Kann man auch. Hier nämlich. Hier kommt nämlich ein Fisch runter. Und dieser Fisch ist eigentlich dafür da, dass er hier den Gumba behindern soll, ja? Aber man kann den Fisch jetzt natürlich auch nutzen. Und damals hat es auf Anhieb geklappt, ich schwöre. Ob es jetzt hier nochmal klappt, weiß ich nicht. Aber man kann den Fisch auch nutzen, um hier drüber zu kommen. Ah. Ja, natürlich nicht. Ja, okay, beim zweiten. Ja, ihr seht, was ich meine, ne? So. Der Anfang hier ist komplett überflüssig, praktisch. Wenn man nicht sich von den Fischen treffen lässt, aber hey. Ach, machen wir das halt einfach nochmal, ist ja okay. Es klappt halt leider nicht immer, aber meistens. So. So, das war der ganze Anfang. Und hier verstehe ich überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht, was das Setup hier soll. Laut Setup soll ich hier die Shell gegenschmeißen, dann wahrscheinlich irgendwie darüber kommen, aber ich kann halt einfach hier über dieses Springboard gehen. Ich kann einfach hier über dieses Springboard gehen, kann hier rüber und mache hier dann meinen Double Shell Jump. Und das war's. Im Übrigen, ich bin natürlich drauf reingefallen, aber da oben in der Ecke ist ein Kaizo-Block. Da habe ich mich leicht aufgeregt. Leider seht ihr das nicht. Und leider weiß ich es jetzt ja schon, dass der da ist. Also hier. Hier ist ein Kaizo-Block. Ja. Wie gesagt, leider weiß ich es schon. Es tut mir leid. Aber ich verstehe halt das Setup überhaupt nicht. Hier ist noch eine Shell, die nutze ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Es geht halt auch einfach so. Ja, da ist er. Genau, den meine ich. Man muss da so ein bisschen außenrum manövrieren noch und dann passt die Geschichte. Aber wie gesagt, ich verstehe das Setup nicht. Was soll ich hier tun? Warum ist da eine extra grüne Shell, die ich überhaupt nicht brauche? Keine Ahnung. Sieht mir viel zu kompliziert aus, als es letztendlich gelöst werden kann. Ach, komm schon. Wir haben noch genug anderes zu spielen hier in dem Part. Ich möchte das gerne alles wieder durchkriegen. Ah, fast. Ja, moin. Na bitte. So, das war das Level. Gut. Dann ging's weiter. Ja, jetzt kommt wieder er hier. Und jetzt seht ihr schon, ne, wir haben 30 Dragon Coins. Also die anderen haben wir alle schon gefunden. Kann ich jetzt ja auch gleich sagen, wo die jeweils waren. Nächstes Level. Movement Influenced Enemies. Da geht's um solche Gegner, die man eben mit seinem Bewegung, mit seiner Bewegung beeinflussen kann. Wie zum Beispiel den Fisch. Um den dann entsprechend auch zu nutzen.
Oder eben viel schlimmer, den großen Fisch. Kommen wir dann gleich dazu. So. Und da ist er. Wenn man hier den großen Fisch benutzt, um hier mit einem Spinjump hochzugehen, dann ist da die... Das haut jetzt eh schon nicht mehr hin. Dann ist da die Tür für die Dragon Coin. Mach jetzt nicht nochmal extra, ne? Wisst ihr, wie das geht. Muss man halt den Spinjump hier nutzen und dann kommt man da hoch. War jetzt nicht so wild, ne? Die Zeit sparen wir uns jetzt einfach mal. Wir haben sie ja hier in dem Abschnitt schon. So. Und wenn man da einmal den Speed hat von dem Viech, dann passt die Geschichte auch. Wenn man den Speed einmal hat. So, jetzt passt die Geschichte. Zack. Ach ja, der Ron. Nee, das ist ein doofer Raum. Weil das ist so lange der Weg für den Pokey. Es ist so, der Pokey, das wird da drüben ja auch erklärt, entscheidet sich alle, ich glaube, 2 Sekunden, wohin er laufen will. Oh, ich habe gerade einen echt guten Lauf, aber ich glaube, ich gehe gerade ein bisschen zu weit nach rechts. Na, das könnte passen. Oh, das passt ja gerade perfekt. Das ist ja viel besser als vorhin in der Aufnahme. Sehr schön. Ha! Cool! Sehr gut. Ich wollte es jetzt aber kurz zu Ende erklären, weil wir den Text jetzt nicht gelesen haben. Da steht, dass der sich praktisch alle 2 Sekunden entscheidet, je nachdem, ob Mario links oder rechts von ihm ist, wohin er geht. Deswegen kann man sich kurzzeitig auch mal links auf ihm befinden, ohne dass er direkt nach links zurückwandert. Ach ja, der Raum ist auch noch da. In dem Raum habe ich ein bisschen rumgewurschtelt, weil ich zu doof war, auf den Chuck zu springen nachher. Mal gucken, ob es jetzt hinhaut. Ja, bitte. Wow. Oh nein. Oh nein, ich habe ihn... Nein. Jetzt hat der Sprung funktioniert. Der Sprung hat fast nie funktioniert. Und jetzt hat der Sprung funktioniert, aber ich habe ihn aufgescreent. Großartig. Großartig. Ich bin ein Held. Komm her. Dankeschön. Oh, nice, jetzt hat der Raum mal besser geklappt. Das finde ich jetzt schon mal schöner. Dann habe ich nicht so die peinliche Aufnahme vom letzten Mal dabei. Es war nämlich, da habe ich mich echt angestellt bei dem Chuck. Also richtig angestellt. Sehr gut. Und da habe ich noch gesagt, hä? Aber zu Gegnern gehört doch auch die Disco Shell. Wieso kommt denn die Disco Shell hier nicht vor? Dann bin ich weitergegangen. Ach so, die kriegt einen komplett extra Level. Ja gut. Das ergibt leider Sinn. Ne? Gut, jetzt lernen wir also nochmal Disco Shell, beziehungsweise kennen wir schon. Hier wird erklärt, wie das mit der Geschwindigkeit ist, dass wenn man auf der Disco Shell drauf ist, man ungefähr auf den Speed von 24 gesetzt wird, beziehungsweise minus 24 in die andere Richtung. In die andere Richtung ist ja ein Minus, seht ihr da oben. Und wenn man das perfekt timet und gut auf der Disco Shell landet, dann muss man praktisch gar nichts mehr machen, dann nimmt die einen einfach mit. Leider haut es bei mir gerade nicht hin. Fast. Man muss wirklich gut... Ja, nein. Na, da muss man gar nichts mehr drücken. Fast nichts mehr. Manchmal muss man noch ein bisschen hin und her regulieren. Aber es geht eigentlich. Man muss sich nur umdrehen. Und dann... Also man muss in eine Richtung gucken. Und dann so auf hier drauf... Ach, wieso lade ich denn? Und dann so auf hier drauf landen. Und dann nimmt sie einen da meistens mit. Wenn man es gut getroffen hat. Aber ich kann eigentlich aus dem Stand das auch machen. Ja, das passt. Ah! Was? Das ist mir nicht passiert. Das ist interessant. Das ist mir zum Beispiel nicht passiert. In der letzten Aufnahme. Da hat es eigentlich viel besser funktioniert. Hä? Da bin ich dann einfach durchgezogen. Ja? Ja? Nein? Wieso klappt denn das jetzt nicht? Das ist ja interessant. Okay. Ha! So. Ja doch, das demonstriere ich kurz. Hier muss man natürlich erstmal den Raum schaffen. Auch hier, wenn ich sie gut erwische,
was ich gerade nicht tue. Ah, dann kann man den Speed annehmen und einfach mit der Shell weitergehen. Gerade klappt das nicht so ganz, wie ich will. Ich muss immer gut auf der linken Seite, auf der rechten Seite landen. Ah, das hat besser funktioniert in der Aufnahme. Das wundert mich gerade, dass das jetzt nicht klappt. Und da konnte ich es eigentlich. Jetzt ist es irgendwie, habe ich es jetzt wieder verlernt. Interessant. So. Und wenn ich jetzt zurückgehe, ich setze hier den State, weil ich will es nur kurz demonstrieren. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ihr habt ja gesehen, da war ein Turnblock am Anfang. Ah, das meinte ich mit Speed. Wenn man so das... Ja, und da kommt jetzt nämlich eine Shell runter. Und... Naja, dann ist hier die Tür für die Yoshi-Coin. Ne? So. Hier wird so ein bisschen beigebracht, dass man... Wenn die gegen die Wand knallt, dass man sie dann... Ah, dass man sie dann austricksen kann, weil sie dann ein bisschen... Na, wirst du wohl brav sein. Dankeschön. Dass man sie dann ein bisschen, ja, rumwurschteln kann. Na, das passt jetzt nicht, oder? Ah, doch, ich krieg's rüber. Sehr schön. Gut. Und das war das Level. Hab jetzt ein bisschen schnell gemacht, aber... Wir haben noch anderes vor uns, was ich noch zeigen will, deswegen. Hä? Und es wäre ganz schön, wenn ich es nicht in 55 Minuten hinpacke, sondern wenn es ein bisschen schneller geht als vorhin. So, jetzt hat man 29 Dragon Coins, ne? Das heißt, da konnten wir hier noch nichts machen. Also, wir können schon die 20 und die 25 spielen, aber ich habe gesagt, wir machen erst bei der 30 weiter. Und hier haben wir jetzt das Fishing Boo Level. Der kommt auch noch vor. Hier wird im ersten Raum so ein bisschen erklärt, wie der sich bewegt. Nämlich ellipsenförmig, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet. Und er dreht sich halt ein paar Mal. Ne? Und dadurch bewegt sich das Feuer auch ellipsenförmig, kann aber eben auch, dadurch, dass es sich so dreht, wie so ein bisschen wie eine Teleportation wirken. Und das muss man... Man muss immer gucken, dass man eine gute Ellipse bekommt. Ja, das wird jetzt hier erklärt. Ne, irgendwo wird es erklärt. Hier nicht. Weiß gerade nicht, wo es erklärt wurde. Im nächsten Raum, glaube ich, da steht das mit Bad Ellipse und Good Ellipse. Ja, da, Good and Bad Ellipses. Und, da muss man praktisch den so manipulieren, dass das Feuer sich so bewegt, dass man halt nicht getroffen wird. Aber es ist, ich habe es nicht wirklich hinbekommen, sage ich gleich dazu. Aber man kann das irgendwie so manipulieren. Ja, na, jetzt dreht er sich einfach zu mir. Das, das lief auch vorne in der Aufnahme nicht viel besser. Da bin ich irgendwie zu doof für. Oh! Oh! Gut, das lief besser als vorhin. Sehr schön. So, und hier haben wir jetzt den Abschnitt, wenn ich einmal die Geschwindigkeit habe, dann komme ich da einfach durch. Ich habe den State nicht gesetzt, ne? Mist. Jetzt kann ich demonstrieren, ob es wieder funktioniert. Oh je. Yes. Nice. So, jetzt aber. Gehen wir auf die Reise. Wenn man hier einmal den Speed hat, passt die Geschichte. Man muss dann nur noch... Ja, wenn man einmal den Speed hat, guten Morgen. Man muss dann nur noch... draufbleiben und ein bisschen die Taste drücken zum Abspringen. Ah, was mache ich denn gerade? Jetzt ist das Gefühl wieder weg. Ich muss einfach nur noch die Taste drücken vorher. So, genau. Das mache ich jetzt noch ein paar Mal. Ah, zu bald. Zu spät, wollte ich sagen. Interessant. Also, das klappt auch nicht immer. Cool. So. Hä? Das ist interessant. Das hat vorhin genau funktioniert. Jetzt nicht. Merkwürdig, okay. Gut. Dann halt mit mehr Gefühl. Ich will halt ungern anhalten. Ich muss nämlich da hinten schon anhalten. So, und jetzt haben wir den Raum geschafft. Wenn man... Ah! F. F.
Willst du mich... Wie gesagt, das hat vorhin besser funktioniert. Interessant. Aber wie gesagt, jetzt haben wir den Raum geschafft. Und wenn man da hinten mit ihm noch weiter reist, dann kommt man zu der Tür mit der Dragon Coin. Muss ich jetzt auch nicht nochmal demonstrieren, ne? Da muss man halt einfach dann auf ihm weiterfahren. Das ist jetzt... Da kommt kein Hindernis mehr, man fährt nur auf ihm weiter. Das ist alles. Wieso haut denn das jetzt nicht mehr hin? Da kam ich im... Kam ich komplett gut durch. Faszinierend. Ja, genau so. So, und hier jetzt auch nochmal. Zack, und jetzt einfach nicht von ihm treffen lassen und die Geschichte ist durch. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, wenn man da jetzt weitergeht mit ihm nach weiter nach rechts, dann kommt man da zur Dragon Coin. Damit hatten wir also 30 Dragon Coins. Und ich habe gesagt, okay, Leute, bevor wir jetzt mit Schloss 5 weitermachen, schauen wir uns einmal Blockbreak an. Und ihr habt ja schon gesehen, ich habe dann mittendrin aufgehört. Ja, das, da waren dann die 55 Minuten an dieser Stelle. Jetzt gucken wir mal. Ich möchte auf jeden Fall bis zu der Stelle wiederkommen. Und wenn ich an der Stelle bin, würde ich dann auch sagen, wir beenden den Part. Und ja, also ich habe jetzt praktisch... Naja, ich werde jetzt keine 35 Minuten brauchen, um da hinzukommen, weil ich weiß ja schon, wie es geht. Ich weiß ja, die meisten Sachen weiß ich jetzt ja schon, wo ich mich davor gefragt habe, was muss ich tun. An einer Stelle muss ich Slow-Mo anmachen. Ich krieg's nicht anders hin. Ich kann euch die Stelle gerne zeigen. Also, ihr werdet die Stelle sowieso sehen. Aber ja, da muss ich definitiv Slow-Mo anmachen. Ich werde es kurz ohne probieren, aber ist nicht drin. Dass ich das natürlich nicht ohne States spiele, ist auch klar, ne? Mit States. Das ist ja ein ganz normales Level jetzt. Nichts, was ich ohne States schaffen könnte. Das war zu best. Da muss man nämlich jeden einzelnen Mech nehmen und auch mit der Sprungphysik gut arbeiten. Ah, oh, das klappt gerade hervorragend. Hier muss man auf den ersten und dann muss man da über die gehen. Hier seht ihr, die Pfeile befördern eine nach oben. Und da muss man jetzt über die gehen. Sehr schön. Oh nein. Okay, geht. Geht. Alles gut. Alles noch rettbar. Und hier ist die Stelle mit, der Slow-Mo. Vielleicht seht ihr da... Ach, jetzt ist es weg. Wir sind jetzt schon da. Okay, das ist interessant. Wow. Hier muss ich nämlich... Über die 1, achso, ich zeige mir mit dem Finger hin, ja, guten Morgen. Über die 1, hier rüber, damit er hier runterfällt. Dann auf die 3, dann auf die 4, dann hier zurück und dann kann ich da gerade so durch. Dann geht er in dem Moment gerade wieder hoch, ja. Das ist super knapp und mit der Geschwindigkeit, die ich gerade drauf habe, kann ich das nicht spielen. Ich kann es gerne probieren, wie gesagt, aber... Das Problem ist halt, einmal man stößt sich hier den Kopf. Das ist die erste Geschichte. Dann ist die Säge in der Mitte, die super ungünstig läuft. Wenn man da nicht die ganze Zeit die Geschwindigkeit anpasst vom Fall und so weiter, vom Sprung, die Fallgeschwindigkeit, ne, dann ist das echt kaum umzusetzen. Aber ihr seht, es ist grob möglich... Da müsste ich jetzt noch irgendwie schneller durchkommen. Oh mein Gott. Vielleicht geht es ja doch ohne Slow-Mo. Ein bisschen kann ich es jetzt ja probieren. Wir haben ja jetzt eigentlich echt ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Im Moment ist es nur die 3, die ich verhaue. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Sick. Das habe ich vorhin nur mit Slow-Mo geschafft. Ja, ich habe nichts gesagt, ne? Thank you.
okay, dann probieren wir es halt ohne. Die Zeit haben wir jetzt. Wie bin ich durch die Säge durchgekommen? Das lief jetzt irgendwie besser vorhin. Ah, dann noch mal schneller. Ah, das kann ja nicht funktionieren. Und dann komme ich... Ah ja, ich darf halt... Ich muss erstmal an dem Ding hoch und dann drüber erst. Ich muss einmal an dem Teil vorbei. Wie gesagt, es ist super knapp, man sieht's ja. Aber es geht tatsächlich ohne Slow-Mo, wenn man von da oben startet. Interessant. Es hat sich vorhin überhaupt nicht so angefühlt, als wäre das irgendwie möglich. Jetzt habe ich es fast schon hingekriegt. Ich finde gut, wie es fast zur Musik passt, ne? Zack, zack, zack. Ne? Wie wenn das gerade so eine Tonabfolge wäre, die man da abspielt sogar. Bam. Bam. Da, 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 da. Eins, zwei, drei. Aber dann bei der vier haut es nicht mehr hin. Aber es passt gerade lustig dazu. Unter der 3 noch nicht so konstant durch. Nach der 3, unter der Säge meine ich. Hallo, Tasten. Gamepad, verlass mich bitte nicht. Hallo? Seht ihr, wie es sich einfach nach links dreht? Hallo? Hallo? Nee, passt schon. Ich dachte jetzt, vielleicht gibt die Batterie nach, aber nee, anscheinend bin ich einfach doof. Okay. Hey, trotzdem geht er plötzlich. Hallo? Hier passt jetzt aber nicht. Hier geht er einfach. Komme ich überhaupt nicht mehr dadurch. Ah, schade. Da hatten wir es fast eigentlich, ne? Ich hätte es jetzt gerne eigentlich ohne Slow-Mo geschafft, aber so langsam habe ich dann doch den Bedarf, sie einzuschalten, weil ich eigentlich nicht länger aufnehmen möchte als das. Ja, komm. Ihr habt gesehen, wie es fast gegangen wäre. Das ist schon besser als das, was ich vorhin präsentiert habe. Also, ja. Ne? I'm sorry. Oh, das war blöd. Ah, es könnte noch gehen. Das blöde Problem ist jetzt, dass ich jetzt viel zu... komme ich da... Okay, so geht's auch. So komme ich auch drüber. Das ist jetzt sogar dann gar nicht mehr so knapp. Dann gehe ich über die Säge hier. Das ist auch okay.
Ja, aber was soll's. So. Und wenn ihr jetzt mal vergleicht, diesen State mit diesem State, dann sind wir genau da, wo der andere Part aufgehört hat. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, was da kommt. Da kommt diese lustige Säge hier. Und da muss man irgendwie... Willst du mich verarschen? Ah! Weil da habe ich damals aufgehört. Da habe ich gesagt, nee, kriege ich nicht mehr hin. Aber ich krieg's ja gerade doch hin. Da habe ich erst nicht gecheckt, wie es geht. Und jetzt habe ich's. Ach so. Ach so. Ja gut, dann machen wir das vielleicht ganz kurz noch weiter. Will jetzt aber nicht wieder einen 50-Minuten-Part haben. Ach, so geht das. Ah, das hatte ich nämlich nicht gecheckt. So. Dann so. Und dann gehe ich da unten. Ah. Ja. Ach so. Moment. Haha. Ich habe den Fehler gefunden. Ich spiele gerade in Slow-Mo. Deswegen geht's. Ups. Ups. Ja gut, dann habe ich jetzt zumindest die Theorie verstanden. Aber ich glaube, oh, kriege ich das jetzt ohne Slow-Mo hin? Ich glaube, ohne Slow-Mo ist das nochmal eine andere Nummer, ne? Nee, eigentlich nicht. Cool. Ja, dann bin ich ja froh, dass das jetzt... Oder ich habe jetzt ein besseres Timing. Das kann auch sein, weil vorhin hat es nicht funktioniert. Ich könnte jetzt mal den State 4 aus Spaß laden. Da hat es mit der Säge überhaupt nicht hingehauen. Vielleicht habe ich jetzt ein besseres Timing. Das kann natürlich sein. Aber man sieht schon, ohne Slow-Mo wird schon wieder schwieriger. Aber es ist halt noch möglich. Ha, faszinierend. Nein, da, ich will den zweiten also direkt mitnehmen. Ja, den zweiten will ich, wie gesagt, direkt mitnehmen. Und dann über sie drüber. Und dann da unten durch. Sheesh. Nein! Und dann nicht da unten drücken. Einfach nichts drücken da unten. Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen... Fast davon abhängig, wie man hier über die Dinger drüber kommt. Ich glaube, die muss man recht weit oben immer annehmen, weil man sonst zu kleine Sprünge macht. Seht ihr das? So mache ich größere Sprünge. Ah. Vielleicht hat deswegen das Timing auch nicht gepasst, weil ich einfach doof bin. Nein! Nein! Ah, da war ich zu gut, zu übermütig. Ah, da war ich zu übermütig. Ah, wie komme ich jetzt dahin zurück? Ist der gut? Nein. Ist der gut? Oh, der geht auch. Der geht auch, der geht auch, der geht auch. Der geht zwar ganz anders jetzt, aber der geht auch. Der geht sogar ein bisschen sicherer. Auch interessant, das ist ein ganz neues Timing jetzt, aber hey. Aber der geht auch. Sehr schön. Da ist es so, da ist echt sicherer zu spielen.
eigentlich schon wieder? Oh nö. Oh nö. Hier kann ich den? Den kann ich nehmen. Ah, das wird gar nicht mal so easy, da hinzukommen. Ich dachte, den nehme ich einfach dann mit. Aber ich muss tatsächlich nochmal, doch noch in der Luft dann nochmal drücken. Aber halt nicht da schon. Erst wenn ich abgesprungen bin. Oh, das reicht nicht mal. Jetzt aber. So, was muss ich da tun? Da muss ich auch möglichst... Okay. Ah, und da darf ich nicht zu hoch, okay. Ja, und da? Da darf ich den Pfeil ja gar nicht berühren. Ha? Check ich jetzt nicht. Jetzt spiele ich es übrigens ja gerade doch weiter. Ah. Hä? Aber ich muss doch... Muss ich da ein bisschen später darüber, oder was? Kann natürlich sein. Dass ich so um die Ecke rum irgendwie gehe. Ja, das ist zu bald. Vielleicht kriege ich jetzt den State mal gesetzt, dass ich da drüben schon wäre. Das wäre aber ganz cool. Der ist gut. Dass ich den unteren nur mitnehme und dann irgendwie... erst später da sozusagen hochkomme irgendwie. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Ah. Okay. Puh. Man muss immer erstmal sehen, wie es geht. Und dann versteht man's. Also wirklich ganz spät. Wobei ich es mir so gedacht hatte. Ich hatte es mir so gedacht, ich habe es mir noch nicht wirklich vorstellen können, wie das dann funktioniert. Okay, 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 okay. Sehr gut. Guter State. Den werde ich erstmal lassen. Wie weit ist... Danke. Das ist dann wieder der Troll, wo man denkt, da kommt jetzt nochmal so ein und dann läuft man einfach runter, weil man es nicht sieht. Lul. Okay, und dann kommt dann die Tür. Dann haben wir zumindest den ersten Raum jetzt noch geschafft in dem Part. Ist auch okay, dann haben wir es ein bisschen weiter gespielt als in dem Part, den ich von Hattic gehabt. Und wir haben sowohl nachgeholt... Ich würde nur mal ganz kurz testen, ob hier irgendwo ein Block ist, ein Kaizo-Block. Ich habe nämlich schon so einen Gedanken gehabt, ne? Ei. Okay. Den zweiten Raum machen wir jetzt aber noch nicht. Den zweiten Raum machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wirklich jetzt. Danke fürs Zuschauen. Und, also ich hoffe, es hat euch jetzt nicht zu sehr gestört, dass ich die meisten Sachen halt schon gekannt habe. Ich meine, ich kann es ja nicht ändern. Es ist nun mal ein Part, den ich schon aufgenommen habe, der nicht da ist. Den ihr jetzt so wie er war nie sehen werdet. Was schade ist, weil ein paar Sachen waren lustig, aber
Ein paar Sachen haben jetzt auch besser geklappt, also ich bin eigentlich gar nicht so komplett unzufrieden. Naja, wie gesagt, so schnell kann das nicht mehr passieren. Ich habe wieder 300 Gigabyte frei. Und ja, ich habe enorm viel gelöscht und rumgewurschtelt und auf die Festplatte rübergeschoben an Zeug. Das war halt echt so. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass das so voll geworden ist. Das ist immer ärgerlich. Naja, danke fürs Zuschauen und tschüss.